Hi, heute machen wir bretonische Pfannkuchen. Und zwar, ich finde, das ist ein sehr gutes Rezept, das eignet sich ganz gut, wenn es mal drauf nicht so schön ist. Und das ist auch eine herzhafte Variante vom Pfannkuchen, also nicht diese Süße mit sehr viel Zucker und sowas und wo ihr dann hinterher was draufstreichen könnt, an Konfitüre oder mit Kirschen oder sonst irgendwas, je nachdem, wie ihr es natürlich esst. Ja, und ebenfalls ist dieses Rezept auch sehr wandelbar und ihr könnt dafür Zutaten nehmen, wie ihr möchtet. Ei, Spiegelei könnt ihr davon nehmen, Speck, ihr könnt dann aber auch Pilze drauf tun, je nachdem, worauf ihr Lust habt. Und ja, und das ist ein ganz gutes Rezept, das wollte ich heute zeigen. Wenn ihr Lust habt, schaut einfach zu. Für unser Rezept nehmen wir 200 Gramm Mehl und ich gebe jetzt hier noch Milch hinzu. Jetzt rühren wir hier alles glatt und geben dann noch unsere Eier, Salz und ein klein bisschen Zucker hinzu. Wenn der Teig jetzt etwas hier steht, beziehungsweise die Pfannkuchenmasse etwas steht, schlage ich schon mal 5 Eier cremig in der Rührschüssel, wo ich gerade die Milch drin hatte. Und die gebe ich gleich anschließend, wenn sie schaumig geschlagen sind, zu meinem Pfannkuchengrundteig. Und während wir das alles machen, heizen wir schon mal 2 Pfannen vor. So, das reicht. Und jetzt geben wir alles hier rein und rühren das alles gleich zusammen. So, ich habe hier braune Champignons, die werden jetzt in Streifen geschnitten, weil wir die gleich anbraten werden. Und dazu heizen wir jetzt schon mal eine Pfanne vor. Und dann widmen wir uns gleich unserer Creme. Und die geht auch relativ schnell. Für unsere Creme nehmen wir Creme fraiche. Und Käse. Und am besten wäre natürlich, wenn ihr Gruyère nehmen würdet. Den habe ich aber nicht bekommen, deswegen nehme ich jetzt hier Parmesan. Das ist zwar nicht das gleiche, ist ja auch nicht das beste Adaptivum, aber ganz ehrlich, der geht zur Not auch und deswegen nehme ich den. Wie ihr hört, brutzeln schon ein Teil meiner Pilze im Hintergrund an. Ich nehme hierfür eine kleine Pfanne, weil ich gleich noch in der großen Pfanne die Pfannkuchen machen möchte. Und aus dem einfachen Grund, ich gebe nicht alles hinzu, weil sonst die nicht genug Feuchtigkeit aus den Pilzen verdunsten würde und sie somit nicht so braun werden würden, sondern eher gräulich und wabbelig, und das wollen wir ja nicht. Und jetzt wenden wir uns hier unserem Schnittlauch zu, den schneiden wir ebenfalls in feine Ringe und geben den dann in unsere Creme. Nun nehmen wir Bacon. Ich lege mir die Scheiben hier einzeln auf mein Brett. Ja, so. Und die werden wir gleich auch noch schön kross anbraten. Hier braten wir jetzt den Bacon an. Ihr könnt den krosser anbraten, sodass er leicht Farbe annimmt, so wie hier. Das ist völlig in Ordnung. Den geben wir dann gleich aus der Pfanne raus, wischen sie kurz einmal raus, dass wir den ganzen Absatz hier rausholen und geben dann unsere Eier in die Pfanne. Und wie ihr da hinten seht, backe ich hier schon mal einen Pfannkuchen auf. Nun haben wir hier unseren Pfannkuchen fertig. Und wir nehmen uns ein Spiegelei, tun etwas Bacon drauf und unsere Pilze. Das ist alles noch warm. Geben dann einen schönen Klecks von unserer Creme oben drauf und bestreuen uns jetzt alles noch mit Parmesan.
So, wenn ihr jetzt noch klotzen wollt, wickelt ihr das alles etwas ein, so dass alles noch vorne etwas rausguckt. Und ich muss es nur noch halten. Streuen alles noch etwas mit frischem Schnittlauch. Und im Grunde genommen war es das schon.